Hallo, mein Name ist Frank und ich werde in diesem Video eine Kurvendiskussion mit einer Wurzelfunktion mit einem Parameter durchführen. Die einzelnen Punkte der Kurvendiskussion findest du hier auf der rechten Seite. Die Funktion, die ich betrachte, lautet f unten a von x gleich Wurzel aus x plus a minus x plus a. Du siehst, hier ist ein Parameter in dieser Funktion drin und wie der sich auf die Funktion auswirken wird, das werden wir jetzt im Laufe dieses Videos sehen. Ich fange an mit dem Definitionsbereich. Für den Definitionsbereich muss der Term unter der Wurzel größer gleich 0 sein. Also ich schreibe mal auf x plus a größer gleich 0. Und das kann ich äquivalent umformen zu x größer gleich minus a. Das heißt, der Definitionsbereich ist die Menge der reellen Zahlen, welche größer gleich minus a sind. Da dieser Definitionsbereich nicht symmetrisch ist, haben wir hier auch keine Symmetrie. So, zu den Ableitungen. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinem Problem. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com